Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gold Rush the Game. Wir haben unseren kleinen süßen Bagger hier abgestellt, damit wir den auftanken können. Ich hoffe, wir sind nah genug dran. Ansonsten müssen wir noch näher ranfahren. Ist ja auch kein Akt. Komm mit, okay. Tanken wir eben ganz voll, bevor wir zum ersten Einsatz marschieren. Der hängt ja auch komisch, ne? Müsste eigentlich da drin sein, aber so lange tankt. Gut. Aufgefüllt. Dann sehen wir mal zu, dass wir eine Stelle finden, die wir auch haben möchten. Haben die da oben das Gitter abgemacht? Da war doch früher ein Gitter drauf. Da habe ich hier Grafikprobleme. Was ist denn los? So, und den Arm. Drücken wir die falschen Knöpfe. Den Arm ausfahren. Da ist ein Gitter drauf. Ein wenig vorfahren. Andere Kamera, nochmal eine andere. Ich habe doch eine Kamera gehabt, mit der ich mich drehen konnte. Aber nicht im Bagger-Modus, glaube ich. So. So liege ich eigentlich gar nicht schlecht. Ausgestreckter Arm funktioniert. Das möchte ich nicht. Wenn ich so bleiben würde, wäre das gut. Ja, das müsste gehen. Müssen wir mal aussteigen. Maschine anschalten. So, Strom ist da, Wasser ist da. Dann können wir anfangen. Die erste Zeit wird es ein bisschen holprig werden, aber nicht die richtige Einstellung.
24%. Ich sollte die Maschine auch, also die kann ich gleich einstellen. Die kann ich gleich anschalten, erstmal den Trichter voll machen. Ja, damit muss ich jetzt erstmal wieder klarkommen. Aber wir sind am Ballern. Viel passt da nicht so wirklich rein in die Schaufel. So, die Lampe umgehauen. Fängt ja schon gut an. Obwohl ich die Lampen ja eigentlich gar nicht brauche im Moment, aber. Machen raus aus der Kiste. Ja, ich muss die Maschine einschalten. Ich hoffe nur, dass das schnell aufhört. Die Lampe da sowieso wegstellen müssen, weil ich ja da hinten überall abtragen möchte. Ich habe keine Handbremse dran. Kommt wirklich nicht viel bei rum. Es gibt ganz schnell einen großen Bagger kaufen. Ja, nur sind wir am Bangern. Eine Stufe weiter. Jetzt geht es die ganze Zeit los mit Baggern, Baggern, Baggern. Nichts mehr mit Schöppen. Du kriegst in harter Erde, du wirst hier stehen. Ja, gut. Dann zerstöre ich halt die Zähne. Ich muss das Zeug wieder rauskriegen.
18% haben wir schon. Und es funktioniert. Ich hoffe nur, wir kriegen ja vernünftig Gold raus. Also einen Eimer voll zu kriegen dauert auf jeden Fall länger als ein Eimer im Sandkasten. Wie ihr seht, ich habe keine Hilfe, also kein gelbes Feld, was mir zeigt, wo ich buddeln muss oder sonstiges. Das existiert nicht auf schwer. Aber 27%, das war schon. Ich bin konzentriert. Das funktioniert sonst nicht. Noch nicht. Wenn ich mich hier wieder eingegruft habe, dann ist das alles halb so wild. Wie viel Material wir, nein, wie viel Gold wir aus dem Oberflächenmaterial rauskriegen werden. Und schon wieder leer. Das wird auf jeden Fall länger dauern als eine Aufnahme, so einen Eimer aufzufüllen. Vielleicht nicht mit dem großen Bagger, aber mit dem hier wohl. Und es geht jede Menge Sprit bei drauf. Aber es funktioniert. Ich kann nur sagen, wir würden damit nicht klarkommen.
Das wird lange dauern, einen Eimer voll zu kriegen. Aber was soll, das hat ja auch lange gedauert, diesen ganzen Sandkasten der zu schippen. Und hier gibt es genauso wenig zu erzählen wie bei dem anderen Stück da hinten auch. Oh. Das meinte ich von der Oberfläche wegnehmen, also nicht so tief runter und runter und runter, sondern erstmal die obere Schicht weg, damit uns kein Material verloren geht. Strom mehr. Mach den Motor aus. Kein Strom mehr. Das ging aber schnell. Ja, kein Strom mehr. Zum Glück haben wir Benzin. Oder Diesel, oder wie man es auch immer schimpfen mag. Wie sieht es denn hier aus? Ja, eigentlich nur die Oberfläche, das ist gut. Bin gespannt, was uns hier noch alles kaputt gehen wird. Hier war nicht voll. Die ist aber voll. Ich habe früher auch einfach nur immer runtergebuddelt und dann weiter und weiter. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass das nicht gut ist. Dass man dann weniger Ertrag hat, weil die oberen Schichten dann weg sind. Der Bagger bewegt sich ein bisschen holprig. Aber ansonsten läuft es eigentlich. Der war schon zu tief unten. Die Hälfte des ersten Eimers haben wir. Wenn es so langsam geht, dann werde ich auch keinen Helfer einstellen, wofür ich Geld bezahle, damit der einen Eimer austauscht oder wechselt.
So, aber für diese Folge sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn weitere Folgen da sind. Ein Daumen nach oben wäre schön. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.